Willkommen zurück zu SFS Colony. Heute werden wir einen Wasserturm zum Mars bringen. Ich habe den nochmal ein bisschen eingefärbt. Vorher war er ganz weiß. Ich habe es einfach oben ein bisschen orange gemacht. Sieht also ganz gut aus. Da ist Treibstoff drin. Und das Ding ist ganz schön schwer. Das heißt, wir werden einiges davon während dem Flug verbrauchen. Das Ganze machen wir mit der Atlantis 3, wie immer, unserem Arbeitspferd hier in Colony. Und ich würde sagen, nicht weiter rumreden, los geht's. Thank you.
So, da haben wir es geschafft. Wir sind gelandet mit der zweiten Stufe. War eine recht gute Landung. Und die erste Stufe haben wir auch sehr schön gelandet. Wir haben noch 51% Treibstoff in dem großen Tank hier. Der Rest ist leider leer, aber mit zwei... der Orbit ist ein bisschen kaputt. Egal. Mit zwei, drei Flügen kriege ich das wieder voll. Dann gehen wir mal zum Mars. Zoomen ganz nah ran. Und da haben wir es. Da haben wir den Wassertank. Ja, da ist noch einiges an Treibstoff drin. Wir werden es nicht rausbekommen. Das wird jetzt immer für immer so bleiben. Jedenfalls hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.